Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 10 vor 12 zur Primetime. Im Deutschen Bundestag verhandeln wir ein Gesetz, was hätte eigentlich schon viel länger auf den Weg gebracht sein sollen. Es ist also fast 5 vor 12. Die Europawahl nächste Woche steht an. Ich begrüße insbesondere, dass wir aufgrund unseres Gangs zum Bundesverfassungsgericht es Wählerinnen und Wählern ermöglicht haben, auch schon an der Europawahl am 26. Mai in diesem Jahr teilzunehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, wir würden heute nicht hier stehen und über diesen Gesetzentwurf in zweiter und dritter Beratung entscheiden, wenn nicht das Bundesverfassungsgericht Ihnen in zwei Entscheidungen ins Stammbuch geschrieben hat, dass genau das, was bisher gesetzliche Regelung ist, verfassungswidrig ist. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte, nachdem wir aus Karlsruhe zurückgefahren waren, eine Begebenheit mit einem älteren Mann, 65 Jahre alt, der sich bedankt hat bei mir über seinen Betreuer, dass er erstmals in seinem Leben jetzt wählen darf. Und bei genau diesem Gedanken läuft es mir heute noch kalt den Rücken herunter, dass ein Mensch, 65 Jahre alt, das erste Mal wählen darf. Und dazu bedurfte es eines Gerichtsentscheides vom Bundesverfassungsgericht. Und die Koalitionsfraktionen waren leider nicht in der Lage, einen entsprechenden Gesetzentwurf rechtzeitig vorzulegen. Die Frage war ja, und ich hatte ja hier an dieser Stelle schon zweimal drüber gesprochen, woran hat es denn gelegen? Es gab ja einen Koalitionsvertrag mit einer klaren Aussage. Die Sozialdemokraten haben sich auf die Schulter geklopft, haben gesagt, jawohl, wir machen das, steht im Koalitionsvertrag drin. Wir waren verhandlungsreif, kurz vor Weihnachten gab es eine Einigung und dann gab es, wahrscheinlich für die meisten überraschend, also zumindest für mich, einen Wechsel in der Führung der Unionsfraktion. Und das führte dazu, dass der neue Vorsitzende sagte, nee, wir drehen das jetzt mal alles zurück und ich schaue mir das selber noch mal an. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört zur Wahrheit dazu. Herr Oellers, Sie haben ausgeführt, dass das heute ein großer Tag für Inklusion und Teilhabe sei. Da ist für mich ja zunächst mal die Frage, offensichtlich gibt es unterschiedliche Definitionen vom Begriff Inklusion und Teilhabe. Ich habe mal in meinen alten Lehrbüchern geschaut, wie denn Inklusion aus der Wissenschaft heraus definiert wird. Dort sagte Frau Vornefeld, Inklusion lässt sich nicht einfach verordnen. Sie hängt wesentlich auch von den Einstellungen, Erfahrungen und Vorurteilen ab. Es muss in den Köpfen noch viel passieren, bis wir die Andersheit von Menschen als Gleichheit erleben. Und genau, liebe Kolleginnen und Kollegen der GroKo, diese Einstellung zeigen Sie derzeit noch nicht. Und Herr Oellers, wenn ich Ihren, wie ich finde, sehr lustlosen Vortrag zu diesem Thema heute hier gerade verfolgt habe, muss ich eben feststellen, Sie wollen es eigentlich gar nicht. Und ohne Urteil des Verfassungsgerichts würde es diese Entscheidung heute so auch nicht geben. Nein, Herr Oellers, das ist die Wahrheit. Das muss ich einfach mal gefallen lassen. Herr Oellers, wir waren ja in Karlsruhe, ich habe Sie gar nicht gesehen, aber es ist mir egal. Ich empfehle tatsächlich den Menschen draußen, die nächste Woche das erste Mal wählen gehen dürfen, gehen Sie, liebe Wählerinnen und Wähler, erstmals zur Wahl und entscheiden Sie sich für genau die Parteien, die auch Ihre Interessen vertreten. Vielen Dank. Die Kollegin Britta Hasselmann hat das Wort für Bündnis 90 Grüne.